Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Wird's hell? Ja, ich glaube, es wird so langsam hell. Ja, schön. So. Ja, gut. Die Austauschung der Förderbänder, da brauchen wir noch ein bisschen Stahl. Das dauert noch ein bisschen, bis wir da so viel Stahlbarren am Mann haben. Darum würde ich sagen, wir gucken mal, was wir hier als nächsten Meilenstein raushauen können. Dazu brauchen wir Motoren. Die stellen wir noch nicht her. Dazu brauchen wir Rahmen, die sollten wir haben. Die Rotoren sollten wir auch haben. Den Inhalator, also das könnten wir schon mal machen. Und für die nächsten brauchen wir dann tatsächlich erstmal den Weltraumlift. Ah, hier der Explorer. Oh Mann. 25 Inventarplätze. Besitzt eingebaute Werkbank. Schnelles und bewegliches Erkundungsfahrzeug. Optimiert für sehr unwegsames Gelände und kann fast senkrechte Oberflächen erklimmen. Das wäre sehr geil. Aber brauchen wir 10 Motoren. Dazu müssen wir erst oben die Motorenproduktion in Gang kriegen. Alien-Organe. Warum Alien-Organe? Naja, ich schmeiß mal rein, was ich da hab. Kabel. Diese Eisenbarren können wir mal wegschmeißen. So, was will er noch? Modulare Rahmen, Rotoren und noch mehr von anderen Zeug. Machen wir schnell. Den Inhalator hauen wir mal kurz raus. Ich dachte, den hätte ich schon gemacht und hätte ihn fälschlicherweise einmal benutzt und dann wäre er schon weg gewesen. Oh, wir haben wieder. Wunderbar. Stahlträger. So, Kabel. Wie viel brauchen wir? 100. So. Dann brauchen wir noch Draht. Drahti, Drahti haben wir hier. Hä, wofür habe ich so viel Draht gebraucht? Wahrscheinlich für die ganzen Dinger. So, Rotoren und diese Rahmen haben wir oben noch nicht nach unten geschickt. Es läuft von oben sowieso noch gar nichts runter, ne? Nee. Und wir stellen ja oben, ja gut, wir stellen bisher nur modulare Rahmen. So, Stahl? Doch, Stahl stellen wir ja unten her und liefern wir auch schon ab. Nur von der nächsten Produktionskette, genau, da geht noch nichts runter. Das ist eigentlich fast schon zu nah dran. Denn hier die nächste Produktionslinie. Ah, wobei, wir haben dann nach da hinten noch sehr viel Platz. Muss ich mich dann halt ein bisschen enger halten, nicht so wie hier, so lange Freiräume. So, wie viel Rahmen? 10. Na, dann nehmen wir doch mal 10. Wie war das mit Alt? Nein, mit rechte Maustaste. Jawohl. Ja. Nein. Ah, was mache ich denn da? Hilfe. Sortieren. So. Ich möchte gerne 10. So, ein 10er Stack. Wieder sortieren. Und was? 25 Rotoren. Nö. Ja. Nehme ich mir einen 25er Stack. Machen wir so. So. Hey, warum sind es jetzt 26? Ich will 25. Okay. Sortieren. So. Also 25 Rotoren, 10 modulare Rahmen, die 1000 Kupferdraht und Kabel haben wir auch da. So gut. So. Hatte ich noch hier? Ja, ich hatte noch verstärkte. Hier und da und da und da. Das hier ist normale Eisenplatte, die können wir wegschmeißen. Da kriegen wir sowieso nichts mehr für. Diese komischen Stahlbetonträger.
Naja gut, aber wir haben jetzt zumindest schon mal ganz schön viele verstärkte Stahlplatten. Das gefällt mir sehr gut. Und da muss ich echt hier jetzt weitermachen. Ich hau den Meilenstein noch raus für diese Alien-Organe. Wähl mal den nächsten an, dass ich weiß, was Sache ist, wenn ich hier Pause mache. Und dann werde ich oben mal die Produktionsstraße weiterbauen, dass wir mal endlich die Motoren kriegen. Dass es hier mal weitergeht. Wo will ich hin? Da will ich hin. Denn die Motoren brauchen wir für die nächste Stufe. Dann brauchen wir die für den Weltraumlift, der wiederum nächste Stufen freischaltet. Aber das würde ich dann echt ganz zum Schluss erst machen, wenn ich hier alles habe. So, so, so. So und so. Und klick. Krass, wenn man wartet, bis der Knopf oben ist, dann klickt er normal hin und wenn man gleich schon draufhaut, dann kommt dieser Arm. So, neue Ausrüstung. Und zwar medizinischer Inhalator. Alien-Organe. Mycelium und Alien-Organe. Will ich mal machen. Habe ich doch eigentlich schon mal gemacht, oder? Ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher. Alien-Organe. Bauxit. Alien-Panzer. Mycelium. Alien-Organe. Okay. Reicht das? Ich habe jetzt nicht geguckt. Ah, das reicht. Ein medizinischer Inhalator. Slot Hände, Verbrauchsmaterial. Zur vollständigen... Ach so, wir haben... Das war das alternative Rezept. Wir haben das Standardrezept, haben wir ja schon mal gemacht. Jetzt verstehe ich das. Da können wir sogar ein paar machen. So. Dann haben wir mal 4 Stück. Ist auch nicht verkehrt. So, hier, wie sieht's hier aus? Ist fertig. New technologies have been developed based on this new element, primarily in power and electronics, and can now be accessed in Hub Tier 3. Ah, okay, gut. Turbodraht, was ist denn Turbodraht? Turbodraht. So was Verrücktes. Gut, Festplatten haben wir noch keine mehr gefunden. Gewebe können wir irgendwie noch nicht herstellen. Quarzoszillator auch noch nicht. Oder wie das Ding heißt. Okay, gut. So, dann lassen wir das da mal so stehen. Oder können wir doch schon... Stahlbetonträger? Nö. Doch, Gewebe. Mycelium und Biomasse. Biomasse aus Mycelium. Und dann Gewebe. Naja, gut. Dann geben wir das Gewebe eben zur Forschung rein. So, Gewebe. 10 will es haben. Wie viel haben wir gemacht? Wo ist es? Hier, 20. Und erforschen. So, der Rest kommt im Müll. Gut, das Mycelium kriegen wir so nicht her. Die Biomasse, ja, könnten wir alles machen, aber brauchen wir nicht, glaube ich. Okay, jetzt ist der wieder hier. Dann wäre das nächste aktiver Meilenstein. Gibt es keinen? Katerium-Technologie. Was ist das denn? Explorer? Da brauchen wir die Motoren dafür. Ja, dann müssen wir die zuerst machen. Den Rest haben wir schon da. Also Motorenfabrik. Und dann sind wir hier eh schon durch. Dann geht es mit dem Weltraumlift weiter. Aber hier, das hier? Katerium-Technologie. 5 Inventarslots. Katerium-Baren. Katerium-Erz geschmolzen. Ja, werden hauptsächlich für hochentwickelte Elektronik. Zum Beispiel für Turbodraht. Aufgrund seiner hohen Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit eignet sich Katerium ideal für kleine, hochmoderne Elektronik. Strommast MK2. Kann bis zu 7 Stromleitungen angeschlossen werden.
Okay. Sprungstelzen. Exoskelett für die Beine, das deine Bewegungen unterstützt, damit du schneller sprinten und höher springen kannst. Macht außerdem die Landung sanfter. Und Scanner für Katheriumerz. Oh ja, geil. Und dann können wir nochmal eine Schmelze reinstellen. Oh, zum Glück haben wir die Halle so groß. Oh je, aber die Durchführung wird dann eng, so langsam. Dann muss ich da, dann darf ich die Produktionsdinger nicht mehr so nah ranbauen. Ja, dann muss ich damit eins nach hinten. Dass ich eine zentrale Durchführung machen kann, besser. Ja, für, falls ich noch mehr einschmelzen muss. Gut, wir. Verstärkte Eisenplattenrotor und das haben wir alles da. Das machen wir. Dann flitze ich mal ganz kurz los. Den hauen wir gleich raus. Das haben wir ja alles schon da. Kabel und versteckte Platten, Rotoren. Diese Stelzen, boah. Schneller laufen, höher springen und sanfter landen. Voll geil. 100 Kabel. Wir haben... Ich leg mal 100 rein, leg die 36 zurück. So, dann Drahti. Brauche ich 1000. Habe ich noch was da? Ja. Die lege ich zurück. Und nehme mir direkt 1000 raus. Die verstärkten Eisenplatten kriegen wir oben. Quatsch, die kriegen wir nicht oben, die kriegen wir auch hier. Oh nein, die kriegen wir oben. Ich hätte die gern hier. Stimmt. Ich muss da ja noch abzwacken. Und dann hier wieder runter. Oh, der Platz hier wird dann auch eng. Hier für alles ein Förderlift nach unten brauche. Dann haben wir hier 1, 2, 3. Achso, die kommen ja nicht zurück. 1, 2, 3. Die wieder runtergehen. Die da hinten dann rauskommen. Da könnte ich theoretisch, habe ich, wie viel? Achso, nee, das ist so ein Act. Hab gerade überlegt, ich mache schon die Fahrstühle hin. Hier habe ich Kabel, Kupferdraht und alles da für die weitere Produktion dann. Gut. Gerade überlegt, ich stelle schon mal die Lifte hin für die Sachen hier. Aber das ist ja immer voll das Gerödel. So, wie viel Platten? 25. Und dann nehmen wir auch nur 25 mit. So. Ich will nicht hier so Zeug im Inventar haben. Und 25 Rotoren. So. 25 Rotoren. Plumps. Ja, wie gesagt, da muss ich dann hier wieder alles runter splittern. Kann ich eigentlich gleich mal machen und das dann schon mal nach da hinten wegbringen. Oh, mir fehlt Eisenplatte. Na gut, dann wann anders. Jetzt mache ich erstmal die Katerium-Technologie weiter. Ich könnte auch da drüben runtergehen. Hab doch hier ein Treppenhaus. Ich könnte auch direkt hier auf mein Ding drauf springen. Noch besser. Bums. Nichts passiert. So. Und schwuppdiwupp. Das da und das da. Das da. Das da und das da. Zack. Katerium. Katerium acquisition unlocked. Additional to new equipment, building and parts utilizing basic Katerium properties. R&D insisted on inflating your pocket dimension. Okay, haben wir hier überhaupt Katheriumerz? Meter in diese Richtung. Ach was. Boah, cool.
Da muss ich gerade mal schauen. Okay, wir haben sogar einige Minen. Okay, ich brauche den Gärtner. So, hier nämlich. Hier habe ich ja immer die Produktion direkt dahinter. Aber wenn wir jetzt hier nochmal mit Katheriumerz reingehen und ich mir dann hier mit Katheriumbarren um die Ecke komme, dann sollte ich vielleicht diese zwei hier, diese drei freilassen und hier mit der Produktion weitermachen. Beziehungsweise die Produktion einfach hier nach hinten versetzen. Dass ich da noch gut mit den Bändern durchkomme. Denn hier habe ich ja noch genug Platz. Bei den Schmelzen. So, wo war jetzt nochmal dieses Katerium? Erz. Möchte ich mir mal angucken. ...300 Meter in diese Richtung. Hä, da ist doch der Abgrund. Da drüben, oder was? Ganz kurz mal eruieren, wo das Katheriumerz denn da ist. Flashen lassen. ...130 Meter... ...190... ...70... Ach was, da und... Okay. Da gerade nicht so ein Viech gedönst? Habe ich denn noch Dinger dabei? Bettung habe ich noch ein bisschen was dabei. Ich würde mir da mal ein paar Plattformen machen. Und zwar genau hier an die Katheriumerzmine. Wo ist denn unser... Da drüben. Das heißt dann eher so in diese Richtung. So, dann machen wir quasi so. Ich baue das jetzt mal kurz dahin. Könnt auch mich hier mal rüberbauen. Wenn ich gerade eh schon da bin. So. Ich warte lieber, bis die fertig sind. Ich will ungern runterfallen. Okay, jetzt bin ich hier auf meiner Generatorhöhe. Okay. Ja, weg mit dir, ich sehe nichts. So, das heißt, ich brauche, oh nein, ich brauche Sprengzubehör. Ich muss mir einen Obelisken machen, um hier wegzuspringen, um da an das Katheriumerz zu kommen. Okay, gut. Müssen wir das auch. Fundament. Yep. Einmal Rampe. Also habe ich denn Kettensäge habe ich nicht dabei, ne? Nein, natürlich nicht. So. Hier ist das Katheriumerz.
Und um das da hinzubauen, muss da, ja, muss das Zeug weggesprengt werden. Aber da haben wir auf jeden Fall eine Katerium. Was sind das? Zwei? Das sind, ne, das eine. Eine Katerium-Erzmine. Da waren, hier war ein Bären. So, und das heißt, wir können dann hier ganz wunderbar, da könnte ich auch mal noch eine Rampe machen, ganz wunderbar. Hier hätte ich die gern. So. Ja. Und dann so. Hier nochmal eine. Und dann hier sowas. Und nochmal sowas. Und nochmal sowas. So, dann sind wir unten. Okay, cool. Also, da werden wir unser Katerium-Erz holen, um den Turbodraht zu machen. Und den brauchen wir dann wahrscheinlich für dieses Elektrozeug. Und dann gehe ich einfach hier entlang. Mit einem Förderband. Ja. Und dann gehe ich hier drauf. Hier daneben. Beziehungsweise sogar auf das hier drauf. Und dann kommen wir da drüben auch rein. Und dann können wir da von da aus dann alles steuern. Okay, wunderbar. Dann wissen wir das auch. Also steht auch auf dem Plan Katerium-Erz anschließen. Ich sollte mir tatsächlich mal eine Liste machen. Was alles ansteht. Es hört nicht auf. Dieses Spiel ist so unfassbar. Es hört einfach nicht auf. Gut, als nächstes, ja gut, wir würden dann einfach mit dem Katerium-Erz halt irgendwo hier oben reinkommen. Hier oben nochmal ein Lagercontainer drauf, dann hier wieder raus, dann hier die Schmelze. Oben wieder rum, da wieder durch und dann hier eine Produktion für Barren. Und mit den Barren dann Turbodraht und was eben sonst noch daraus machbar ist und der Rest dann wieder nach oben. Und so weiter und so fort. Aber als nächstes kümmere ich mich, glaube ich, tatsächlich oben mal um die Produktion der Motoren. Das war den letzten Meilenstein. Dass wir alle Meilensteine machen können, die wir noch machen können, bevor Weltraumlift das nächste große Ding ist. Und das würde ich mal noch nicht machen, den Weltraumlift, sondern erstmal alle Meilensteine weg. Und dann hier in der Produktion soweit alles serienmäßig herstellen. Ja, Turbodraht, Motoren, alles oben herstellen, dass wir hier schön die Dinger füllen. Die wahrscheinlich nicht ausreichen werden, wenn ich mir angucke, was es noch alles gibt. Und wir haben nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stück frei. Ja gut, dann muss ich halt hier anbauen. Ich werde sowieso, glaube ich, irgendwo irgendwann heftigst anbauen müssen. Kann ich mir vorstellen. Gut, meine Freunde. Ich speichere da, wo ich denn dann weitermache. Wie sieht denn das Inventar aus? Das sieht soweit ganz okay aus. Ich lasse mal ein paar Sachen da und nehme mir gleich schon mal Baumaterial mit. So, was brauchen wir nicht? Die hier brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die brauchen wir doch, die lasse ich mal drin. Das brauchen wir gerade nicht. Die brauchen wir. Das ist dieses Mycelium und Katerium-Erz brauchen wir gerade nicht. Den brauchen wir auch noch nicht. Beton brauchen wir. Stahlbeton lasse ich mal da. Die sowieso. Haben wir hier noch irgendwas Baumäßiges? Schwere modulare Rahmen. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber ich nehme trotzdem mal mit. Vier Stück haben wir ja schließlich. Gut, da ist sonst nichts mehr. Dann nehmen wir ein bisschen Beton. So, fünf Stück. Dann nehmen wir ein bisschen Eisenstangen. 1, 2, 3, 4, 5. Kabel. 1,
2, 3, 4, 5. Waren. 1, 2, alles was da ist. So, hier unten sind wir fertig. Wir füllen uns die Taschen und dann gehe ich rüber und dann weiß ich, was Sache ist. 1, 2, 3, 4, 5. Huch. 5. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, haben wir viele Inventarplätze jetzt. Das ist ja der Hammer. Und hier ist auch schon alles voll. 4, 5. Und noch ein sechstes. So, gut. Jetzt sind die Taschen randvoll gestopft. Dann müssten wir eigentlich losbauen können. Darum gehe ich jetzt mal nach oben. Eisenplatten. Wie viel habe ich jetzt genug? Ja, das müsste reichen. Achso, ich guck mal ganz kurz. Produktion. Manufaktur. Ach, der braucht auch noch Rotoren. Und drei modulare Rahmen. Okay, das haben wir ja oben. Normaler Konstruktor. Okay. Bäh. Verstärkte Eisenplatten. Die haben wir ja hier. Habe ich jetzt natürlich keinen Platz mehr für. Aber dann bauen wir erstmal ein paar Bänder. So, meine Freunde, ich speichere hier und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei Satisfactory. Ich speichere es hier wieder unter Lost Productors 1 speichern und bestätigen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.